Ja, Leute, hier ist der Dirk. Ich bin hier jetzt gerade auf meinem Scheißhaus, weil meine Freundin bringt gerade meine Tochter ins Bett und ich habe eine Einraumwohnung und da ich jetzt ein Video mache, muss ich halt hier hingehen. Aber es ist ja auch egal. Genau, was ich sagen wollte, ist, ja, der Michael hat jetzt ein paar krasse Videos wiedergebracht da. Also von seinem Holland-Abenteuer, das kann er ja machen, wie er will, aber was halt wieder gar nicht geht in dem Sinn, aber was halt auch typisch ist und was ihn so einfach beweist, dass er ein Narzisst ist, dass er zwei unschuldige Personen ins Spiel bringt. Und zwar, ich möchte jetzt da nichts irgendwie sagen, ihr wisst, was ich meine, die beiden Damen eines Bekannten von mir, ne, die überhaupt nichts dafür können. Und selbst wenn das stimmen würde, dass Andreas und ich sie ja gebracht hätten, ins Spiel gebracht hätten, also die ältere von beiden, damals hätten wir schon lange nichts mehr gemacht und er bringt sie jetzt weiter ins Spiel. Also er will auch ihre Existenz zerstören, ja, obwohl die vollkommen unschuldig ist. Das ist krass, aber das ist halt dieses gestörten, das gestörte Bild, das ist halt das Störungsbild dieses durch und durch Narzissten Michaels. Michael ist schwerst gestört, sieht man wieder daran, dass er, wie gesagt, ist der absolute Beweis, dass er kein Gewissen hat, dass er das bringt, ja. Anstatt auf den Andreas und auf mich loszugehen. Es ist einfach nur armselig. Der Mann hat aufgrund seines Übergewichts noch ein paar Jahre zu leben und die verschwindet damit sowas. Naja, gut, er ist ein Narzisst, das ist halt sein Ding halt. Ja. Und auch wenn das noch so dreht und sowas, ist es so offensichtlich, dass er einfach die ganze Familie zerstören will. Und auch die beiden Frauen. Ja. Und das wäre ein typisches, so narzisstisch. Er verrät sich jedes Mal immer weiter damit. Und dann sagt er auch, dass er ja Leute abgehalten hat, die dann zu Andreas fahren wollten und ihn sozusagen schlagen wollten. Ihr könnt mir eins glauben, Michael, wenn es Leute gibt, die ihn schlagen wollen, wäre Michael der Letzte, der die abhalten würde. Er hat nur niemanden, der ihn schlagen würde. Oder beziehungsweise er versucht es natürlich subjektiv, Leute aufzuhetzen, in der Hoffnung, dass sie es machen oder sowas. Aber aktiv, das würde er sich halt auch in dem Sinne nicht trauen, außer er ist in der narzisstischen Wut. Und das ist auch, diese narzisstische Wut hat er ja bewiesen mit der Armbrust und mit den ganzen Sachen da, dass er einen Mann auf Andreas und auf mich schießen möchte. Mit der Armbrust. Und spielt es auch keine Rolle, ob jetzt uns umbringen oder ins Knie oder sowas. Also ich nehme mal Anzeigen. Aber ist egal, das ist die typische narzisstische Wut. Weil der Michael ist ja, man kann ihm ja viel nachsagen, aber der Michael ist ja nicht stumm, ist ein intelligenter Mensch. Und er ist ja normalerweise, wenn er sich unter Kontrolle hat, ist er rein sachlich, rational, ohne Gefühle, ohne Gewissen. Ja? So arbeitet er. Also zielorientiert. Ja? Aber, also, und versucht natürlich alles so zu vermeiden, um drangekriegt zu werden. Ist auch schwer sozusagen, da so, sag ich mal, da ihm dann sozusagen was nachzuweisen. Aber dann ab einer gewissen Schwelle bricht er total aus und ist wie ein 5-6-jähriges Kind und man kann ihn so ficken ohne Ende. Ja. Ich habe dich übrigens auch wegen Bedrohung angezeigt, Michael. Ja. Aber gut, das macht ja nichts. Eine von 500 Anzeigen, da hast du schon 1000 und mehr. Genau, das wollte ich sagen. Also, typisch mal wieder, Michael. Also, einfach nur armselig und krank, was er da macht. Ja, und vor allem völlig unschuldig. Er würde auch Babys mit reinziehen, nur um Andreas einen auszuwischen. Er würde eine Atombombe auf Tokio werfen oder was sich, oder auf New York, wenn er auch damit Andreas treffen könnte. Und ganz deutlich, sonst, wie gesagt, ist er ja sehr sachlich, sehr zielorientiert, aber diese brutale Wut, die er hat, ab einer gewissen Schwelle, hat man ja gesehen. Da dreht er komplett durch und läuft vollkommen sich ins eigene Messer. Michael, was gesagt, da kommst du nicht mehr raus. Da wirst du nicht dich rauswinden können wie so ein glitschiger Aal. Du bist fällig, Freundchen. Du bist geliefert. Ich meine, das bildlich gesprochen. Ja, also jetzt nicht in einer Jägerei physisch. Dich kriegen wir, Freundchen. Dass das klar ist, der Andreas und ich. Das ist ganz, ganz klar. Und du kommst aus der Nummer auch nicht raus. Da kannst du noch so rumsäusen bei Gerichten und irgendwo, ne, bei irgendwelchen Behörden oder sowas. Das sage ich dir. Du wirst
einen großen Teil deiner paar erbärmlichen Jahre noch haben wirst, wirst im Knast sein. Aber selber schuld. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ja, mit den Papieren und sowas, was er gesagt hat. Ihr lasst euch doch mal, also wenn ihr nämlich glaubt, lasst doch sonst euch auch doch mal Leute die Papiere zeigen, so einfach aus Vertrauensbeweis. Das ist das. Er hat keine Papiere. Er hat keine Papiere. Oder keine gültigen mehr, vielleicht alte. Aber er hat keine Papiere. Er wird bestimmt keinen Gewerbeschein haben. Er wird bestimmt keinen. Er wird bestimmt kein, das. Also irgendwie eine Steuer, nicht Steuer, Steuererklärung, genau, Steuererklärung und sowas haben. Er wird auch nicht keine Krankenversicherung haben. Alles total unseriös, total einfach nur. Einfach nur total. Und lasst euch eine Strafakte, sein Führungszeugnis zeigen. Das ist denn ja keine, wer mit ihm befreundet ist oder wer mit ihm irgendwie was macht, das ist ja keine Amtsanmaßung, das ist ein freundschaftlicher Dienst. Ja. Bei ich als seinem Gegner ist es eine Amtsanmaßung. Ja. Aber er will ja auch kein Meeting machen. Oder was hat er schon erst gesagt? Oder irgendwie, was ist eigentlich mit dem, endlich mit dem LKW-Ding in Madrid? Ja. Und genau, was ist eigentlich damit, Michael? Und wie gesagt, jetzt ist er wieder konkret mit der Frau von Andreas. Was ist eigentlich damit? Was letztes Mal, was mit uns da? Warum hast du die Frau gebracht? Ja. Genau, okay. Wollte mich mal kurz hier anmischen, was schon richtig wieder krass war. Ja, aber gut. Narzisstisch halt. Ganz typisch. Ganz typisch. Charakterloser Narzisst halt. Charakterloser Narzisst. Ein Mensch, der sich niemals zu sich selber finden wird, der seine Persönlichkeit, seine kleine kindliche Persönlichkeit irgendwo ganz tief mit den ganzen elenden Fehlern, die er hat, verdrängt hat und sozusagen in eine Figur gezwitscht ist. Eigentlich schon, es ist immer irgendwie, ist so ein Mischgefühl zwischen Widerwärtigkeitsgefühl und total Mitleid. Das ist irgendwie total krass halt. Ja. Aber gut, es wird bald ein Ende haben, Michael. Okay.